Mein Name ist Bumila Brigitte und ich unterrichte in einer neuen Mittelschule. Ich lerne gerne in Online-Kursen, da man da Mitstreiter aus aller Welt kennenlernt, mit ihnen diskutieren, neue Ideen oder Konzepte entwickeln kann. Die virtuelle PH bietet viele interessante Online-Kurse an. Aber da ich fast alle bereits gemacht habe, habe ich mich auf einer anderen Plattform umgesehen, wie zum Beispiel diversity.org. Und da bin ich dann zufällig auf den Mathematik Massive Open Online Kurs gestoßen, Mathematisch Denken Lernen. Was ist mathematisch denken, habe ich mich gefragt. Ich bin zwar Mathematiklehrer, aber kann ich auch mathematisch denken? Also habe ich mich in einen Kurs eingeschrieben, der unter anderem Folgendes verspricht. Mathematik, das ist Freude am Denken und mathematisch denken kann jeder. Wer an diesem Kurs teilnimmt, erhält seine regelmäßige Dosis an meditativen Denkaufgaben, spannenden Knobeleien und mathematischen Einsichten. Allein diese Beschreibung hat mich neugierig gemacht, denn vielleicht lerne ich neue Möglichkeiten kennen, meinen Schülern das ein oder andere Thema begreiflich zu machen. Und hier kann man einen Teil der Themenübersicht und einige Unterkapitel sehen. Das Beste an diesem Kurs ist, dass jeder daran teilnehmen kann. Auch jemand, der mit Mathematik nichts zu tun hat und nur seine Grundkenntnisse aus der Schulzeit auffrischen will. Was letztendlich meine Motivation war, mich intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Außerdem, wenn es einem zu viel oder zu kompliziert wird, kann man sich ja wieder abmelden, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Nach dem Kurs hat man dauerhaft Zugang zu sämtlichen Materialien. Und sollte noch eine wichtige Frage auftauchen, dann kann man diese in einem Forum posten und irgendwer antwortet immer. Oder man erhält eine E-Mail von einem der verantwortlichen Dozenten, was ich aus eigenen Erfahrungen bestätigen kann. Dieser MOOC wird zweimal pro Jahr auf dieser Plattform abgehalten und ist sehr kurzweilig gestaltet. Er ist gut in herzerfrischenden kleinen Abschnitten gegliedert, gespickt mit Kurzvideos und Vorlesungsmitschnitten. Zusätzlich zu den ziemlich witzigen Videoclips gibt es regelmäßig Online-Sprechstunden über Adobe Connect, in denen man dann persönlich mitreden oder fragen kann. Am Ende dieses Kurses erhält man ein Zertifikat, sofern man das Arbeitsprotokoll eingeschickt hat, oder einfach eine Teilnahmebestätigung. Was mich an diesem MOOC so begeistert, ist Folgendes. Ich habe im Verlauf verblüffend einfache Beispiele kennengelernt, die man genauso direkt im eigenen Unterricht einbauen kann. Habe ich natürlich sofort getestet und eines möchte ich hier vorstellen. Eines, an das ich mich nicht erinnern kann, es jemals als Schüler oder während meiner Ausbildung kennengelernt zu haben. Wie man unschwer aus dem Bild und Text entnehmen kann, soll man Quadrate legen, aus denen dann ein großes gemacht werden soll, ohne dass ein Plättchen übrig bleibt. Ich habe statt ausgeschnittene Quadrate Memory-Karten benutzt, die ja auch beinahe quadratisch sind. Hatte aber zu wenig, woraufhin meine Schüler einfach kariertes Papier zur Hand genommen haben und die Beispiele zeichneten. Ich habe das als Spiel in einer Subierstunde vorgestellt, einfach um die Reaktion der Schüler zu testen. Und siehe da, einige hatten dieses typische Aha-Erlebnis und meinten, das erinnere sie irgendwie an den pythagoreischen Lehrsatz. Und solche Beispiele gibt es viele in diesem MOOC, sodass ich den Kurs jedem Mathematiklehrer oder solchen, die es werden wollen, nur wärmstens empfehlen kann. Er ist sogar für Schüler, die kurz vor der Matura stehen, eine gute Vorbereitung, alles zu wiederholen und vielleicht Dinge, die sie bis jetzt nur auswendig gelernt haben, aber nie wirklich verstanden haben, ein echtes Erlebnis. Und wenn man einen MOOC machen will, sollte man ganz allgemein darauf achten, dass er von einer Hochschule, Akademie oder Universität angeboten wird, damit man nicht unliebsame Überraschungen auf oder mit seinem PC erlebt.